Heute besuchen wir gemeinsam Subway, allerdings das Subway von früheren Jahren, wo es noch den Meatball Sub gab. Diesen Meatball Sub machen wir heute bei mir in der Küche nach, wie das geht. Da unten, zugeschaut. Für das Italian Sub, Italian Bread, Italian Brot, wie auch immer ihr es nennen möchtet, brauchen wir wieder unsere Mischung. Und zwar habe ich die hier: 350 Gramm weißes Weizenmehl, ganz einfaches 405er, 50 Gramm Hartweizengrieß, Packung Trockenhefe ist drin, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, das kommt hier jetzt rein. Und dazu gesellen sich 240 Milliliter Wasser. Deckel drauf und jetzt für 10 Minuten kneten lassen. Etwa 10 Minuten später, mein Teig ist fertig, den hole ich jetzt raus. Die Kamera stelle ich um, wir sehen uns gleich auf dem Brettchen oder am Brettchen besser gesagt. Der fertige Teig, wunderbar, den schneide ich mir jetzt zurecht in diesmal 3 Teile, weil ich kleine Subs haben möchte. 1, 2, 3 und daraus forme ich jetzt 3 Baguette-Stangen quasi, etwa so, na, da sieht man es, da, und die kommen jetzt so auf ein Backblech mit Backpapier. Und kommen dann bei 40 Grad für 40 Minuten zum Gehen in den Ofen. Da sind sie. 3 Stück. Die habe ich jetzt ein bisschen platt gedrückt. Die kommen natürlich gleich hoch. Dadurch gehen sie ein bisschen mehr in die Breite. Und wie gesagt, die gehen jetzt für 40 Minuten bei 40 Grad auf die mittlere Schiene, damit sie schön aufgehen können. 40 Minuten später, hier sind sie. Die aufgegangenen Baguettes, Breads, Subs, wie auch immer, die werden jetzt mit Wasser bestrichen. Dann ritze ich sie ein. So, den noch hier. So sind es die Italians. Jetzt gibt es noch die Version mit Sesam. Da mache ich mir auch einen von. Bisschen festdrücken und die kommen jetzt in den Ofen bei 180 Grad, Umluft oder nicht, ist egal. Wenn ihr Umluft anmacht, dann müsst ihr gucken, geht es manchmal ein bisschen schneller, ansonsten Ober-Unterhitze, 180 Grad, ich schätze 35 Minuten. Dann müsst ihr mal ein bisschen schauen, wie schnell es geht, 35 Minuten ist ein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, jetzt bei 180 Grad, 35 Minuten in den Ofen und unten im Ofen ist wieder eine Schale Wasser. 35 Minuten später ist unser Brot fertig. Schaut euch das an, wunderbar. Das kommt jetzt wieder typischerweise in meinen Brotkorb. Hier ist übrigens das mit den Sesam. In meinen Brotkorb. Handtücher drauf, 2 Stück. Und auskühlen lassen. Dann bleibt es nämlich auch wunderbar weich. Für die Meatballs. Pfanne mit Öl heiß werden lassen und jetzt die Hälfte einer Zwiebel rein und die Hälfte von 3 Knoblauchzehen und das schwitzen wir kurz an, weil das kommt nachher in unser Fleisch, das möchte ich da aber nicht rot drin haben, das machen einige, ich finde es angeschwitzt besser, dann verliert die Zwiebel so ein bisschen von ihrer Schärfe, wird süßer, allgemein ist es zum Beißen schöner nachher, wie gesagt, kurz anschwitzen, das dauert nicht lange. Eine Minute, anderthalb und dann kommt das in die Fleischmischung. Für die Meatballs 500 Gramm Rinder- und Schweinehack gemischt. Dazu kommen jetzt unsere angedünsteten Zwiebeln mit dem Knoblauch. Außerdem kommt
kommen da rein? 30 Gramm Parmesan. Dann kommt da rein ein Ei. Drei Esslöffel Paniermehl. Ah, die Katze riecht das Fleisch. Dann wird es gesalzen. Der Parmesan bringt auch noch ein bisschen Salze mit. Wir pfeffern das Ganze zusätzlich. Und jetzt kommt ein Teelöffel italienische Kräuter da rein. Und das Ganze wird jetzt ordentlich durchgemengt mit der Hand. Ich bin fertig mit meiner Hackmasse und daraus formen wir uns jetzt Bällchen. Einfach so gemütlich nach Hand nehmen und solche Bällchen formen und die Hackmasse halt zu solchen Bällchen verformen und dann auf einen Teller legen. Ich mache jetzt eben alle fertig und dann melde ich mich wieder. Die Meatballs, mehr oder weniger gleich groß, die gehen jetzt so wie sie sind eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit sie A ein bisschen durchziehen und B ein bisschen fester werden, wenn sie gleich in der Pfanne gebraten werden. Also, so wie sie sind, halbe Stunde in den Kühlschrank. Für die Meatballs eine Pfanne mit Olivenöl, Stufe 4 von 6, heiß werden lassen. Und jetzt kommen die Meatballs rein und werden rundherum schön braun angebraten. Immer mal wieder wenden. So, ich fülle die Pfanne und melde mich immer mal wieder zwischendurch, wenn die Meatballs soweit sind. Die Meatballs, die brutzeln schön vor sich hin, die habe ich schon einmal gewendet, so noch 2-3 Minuten. Und immer mal wieder schauen, dass man sie dann zu der Seite wendet, wo das Fleisch noch rot ist. Und dann einfach schön weiter braten lassen. 15 Minuten später, meine Meatballs sind jetzt soweit fertig. Die kommen jetzt erstmal raus, auf den Teller, neben die Pfanne legen. Weil jetzt geht es gleich weiter. Die Meatballs müssen jetzt ja noch zu typischen amerikanischen Meatballs werden. Momentan sind es ja eher Mini-Frikadellchen. Die Pfanne stellen wir jetzt schon mal runter auf 1. So, jetzt werden wir ein ganz bisschen Fett los, wir brauchen nicht so viel. Bisschen was abgekippt. Und jetzt kommen unsere restlichen Zwiebeln und der restliche Knoblauch, den wir noch über haben, da rein. Die werden kurz angebraten. Schön den Bratensatz von den Frikadellen runterholen, das ist Geschmack pur. Und jetzt ablöschen mit passierten Tomaten, also nichts anderes als klein gepresst und zerstückelte Tomaten. Ihr könnt auch Tomatenstücke nehmen. Das schmeckt ihr jetzt ab mit einer Prise Zucker. Dazu kommt wieder Salz und Pfeffer. Erstmal Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und wieder unsere italienischen Kräuter. Das gibt es als Kräutermischung fertig zu kaufen. Ihr könnt natürlich auch Majoran, Oregano, Thymian und so einzeln nehmen. Ich habe es halt hier fertig. Und jetzt kommen unsere Meatballs da wieder rein.
das Ganze ein bisschen verrühren und 15 bis 20 Minuten auf kleinster Stufe jetzt fertig köcheln lassen, dass die Soße ein bisschen eindickt und die Meatballs nochmal zu Ende durchziehen und dann ist das Ganze auch schon fertig. Meine Meatballs haben jetzt 15 Minuten vor sich hingeköchelt. Jetzt sind sie wunderbar, jetzt kann man sie verwenden und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Das Meatballsack, dafür habe ich mir eins von meinen Italian Breads genommen, zur Hälfte aufgeschnitten, dass es so liegt. Jetzt meine Empfehlung, ein bisschen frischer Rucola. Da kann man aber auch Eisbergsalat nehmen. Jetzt nehmen wir unsere Meatballs. Ich habe so einen kleinen Zap gemacht, das reicht zur Veranschaulichung. Soße drüber. Eine schöne Scheibe Käse dazu. Na, oder zwei. Zusammenklappen. Fertig ist unser Meatball Sub. Und das ist ein Hochgenuss. Das war auch dieses Video. Das Meatball Sub, das Vergangene von Subway. Das leider Vergangene. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ihr kocht es irgendwann mal nach und findet es genauso lecker wie ich. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, liked mich auf Facebook, teilt mich auf Facebook. Bis dahin, euer Marco vom Ehrlichen Essen.